Herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC4 der Karrieresaison. Und wir haben die Rallye Mexiko hinter uns gebracht, sind jetzt in Argentinien. Selber Schwierigkeitsgrad. Das Rallye-Ziel ist Dritter und Quentin Gilbert ist diesmal unser Konkurrent. Bin ich mal gefahren, ich glaube Argentinien bin ich noch gar nicht gefahren. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach auf die Strecke zu gehen zur Super Stage 1 am ersten Tag, die erste Wertungsprüfung. 7,5 Kilometer und wieder trockener Schotter, Schwierigkeit 3 von 5. Bin ich mal gespannt, ich werde auf jeden Fall wieder alles geben und mich höchst konzentrieren. 5,7 Kilometer ist zu Beginn gleich mal eine relativ lange Stage. Jetzt hier weiter. Es lädt, also muss ich noch ein bisschen rumsabbeln. Jetzt. Die Strecken Calamuchita und El Condor der Philips Rallye Argentina bieten atemberaubende Ausblicke. Aber diese gefährlichen und unbefestigten Bergstrecken sind auch eine wahre Tortur für die Piloten und verlangen von ihnen höchste Konzentration und Ausdauer. Jede Rallye erfordert höchste Konzentration, sondern für das Panorama habe ich nicht wirklich Zeit. Man fixiert immer bloß die Kurven Scheitelpunkte an und hofft, dass man nicht zu schnell oder zu langsam in irgendeine Kurve reinkommt. Jetzt, los, los! 40, rechts 4, links halten, dann rechts 3, Steine innen. Boah, hier sieht man auch wieder extrem 80. Beschissen die Strecke. Aufkuppel und schon wieder Sprung. Viel zu viele Sprünge. Vorsicht. Rechts 6, in links 5 und rechts 2, Steine aus, in links 2, 200. Boah, ist das anstrengend. Sprung durch Wasser. Also die Rallye, die hat es auf jeden Fall schon mal in sich. Rechts 2, lang, Räume innen. Und vom Tempo ist er relativ hoch. Dann links 2, lang, öffnet sich, in links 6. Haarnadel rechts, Handbremse, in links 3, sehr eng, öffnet sich. Bin ich ja mal gespannt hier. Bisher läuft es ja relativ gut, rechts aber jetzt zwei, die Zeitmessung wird mich zwei, wahrscheinlich auf den Boden der Tatsachen holen. Nein. Dann rechts 2. Oh, war das knapp. Links 3. 200. Öffnet sich. Rechts halten. So. Auf Kuppel und Sprung. Durch Wasser. Jetzt geht's hier links durch drei, Wasser durch. Steine innen. In rechts 3. Sehr lang. Boah, die Rallye, die hat es wirklich zwei, in sich. Meine Fresse ist hier anstrengend. Und rechts 3. In Haarnadel. Also da war ja... Mexiko war ja ein Klacks dagegen und dabei sind es ja bloß 3 von 5 Schwierigkeitspunkten. Aber ihr seht hier, die Straße ist relativ eng und er fordert jetzt auch wieder, dass wir die Handbremse benutzen sollen. Ich halte das immer noch für keine gute Idee. Links 3, in rechts 3, dann links 3, nicht schneiden. 200. Mittig halten. So, hier kommt jetzt bestimmt irgendwo eine Zeitmessung, da vorne sind sie. Rechts 2. Immer noch Platz 1 und Führung ausgebaut. Das ist doch mal. Das ist doch meine Ansage. 60. Schikane rechts links. Schneiden. Dann links 6. Lang und 100. Links 2. Ah. In rechts 3. Und links 3. In rechts. Wow. Alter Spalter. Weil das hat ja nur jetzt wirklich niemand kommen sehen. Boah, das ist... Rechts 3 und links 3, die Bodenwellen, die machen es wirklich sehr kompliziert, weil wenn man so wenig Bodenhaftung hat, ist es auch relativ kompliziert mit Lenken. Sprung und Sprung, dann rechts 4. So, das war ein Dreher. Halt. Das ist es halt. Es ist schwierig zu lenken, wenn man in der Luft ist. Dann kommt man halt quer auf den Boden auf und dann dreht man sich halt so. Ist der Kreis des Lebens. Links 3, lang, scharfe Kurve und 40. Also wirklich eine sehr, sehr abenteuerliche. Aber 2,3 Sekunden Vorsprung, was ist denn hier los? Steine außen, in rechts. Wenn wir tatsächlich mal eine Rallye gewinnen. Nicht schneiden. Links 4, in rechts 4. Dann links 3, in rechts 3, lang und links 6, 60. Es tut mir wirklich herzlich leid, dass ich nicht so viel quatschen kann, aber es ist wieder mein Rennfahrer-Ehrgeiz, der
hier wirklich Höchstleistungen abverlangt. In links 5, lang, scharfe Kurve. In links 3, variiere aus. Links 4, in rechts 4. Links 3, öffnet sich. Scharfe Kurve 5, sehr lang. Aber sagen wir, der Erfolg spricht rechts für 6, sich. Ich glaube, das ist ja sehr 6, gut zurecht. Sehr lang, scharfe Kurve. Aber jetzt aus. Ganz schön viel verloren, das sind 1,2 Sekunden. Und das vor dem letzten Zeitabschnitt. Rechts 3, in links 4, lang, dann rechts 3. Das heißt, jetzt sind nochmal volle Konzentration. Rechts 4, ich muss irgendwie 5. Die Zeit ins Ziel retten. So wird es natürlich nicht, aber da haben wir immer noch mit Blenden. In links 4, lang, dann rechts komplett blind hier die Passage. 4, in links 5. Sehr hohes Tempo hier, wirklich, wie es hier durch den Wald geht und man sieht die Strecke kaum. Über Brücke und 60. Links 3, in rechts 5. Hier geht's dann mal wieder. Links relativ 3, breite Strecke, wenig Bäume, in man sieht's relativ klar. Dann links 5, lang, öffnet sich. Scharfe Kurve 5, 200, öffnet sich. So, über jetzt Brücke, über die Brücke hier und dann müssen wir bald ins Ziel kommen. Auf Kuppe, mittig halten. Sprung und Sprung, Ziel. Und er geht jetzt mitten im Sprung und Highspeed ins Ziel. Und es reicht für den zweiten Platz. 1,4 Sekunden habe ich ganz schön Zeit liegen lassen. Aber unser Konkurrent hier ist immerhin 9 Sekunden dahinter. Von daher geht's und wir sind auf Podestkurs. Und es hat nach der ersten Stage noch überhaupt gar nichts zu sagen. Du hast vor uns gesehen, wie schnell man halt mal 12, 13 Sekunden verlieren kann. So, was haben wir jetzt? 5,4 Kilometer. Ähnlich anstrengend, schätze ich. Aber mit dem Resultat der ersten Stage bin ich erstmal ganz zufrieden. Auf jeden Fall nach der Rallye Mexiko, die ja sehr anstrengend und kompliziert und nicht wirklich erfolgreich war, ist es mal wieder schön, jetzt hier auch einen kleinen Erfolg zu feiern. Und ein zweiter Platz ist für mich ein kleiner Erfolg. So, erster Teil, zweite Stage, los geht's. Haarnadel rechts, Steine innen, dann Haarnadel links, Mauer außen. Steine innen, Mauer außen, ja, das rechts, sechs, öffnet ist ja schon definitiv so eine klassische Sprung, Stage, wo die sehr ein, kantig ist. Rechts 4, in links 5, Mauer außen. Haarnadel rechts, öffnet sich. Links 5 und 40. Aber schön dann außen tut's, also. In links 3. Ich habe die anderen WRC-Teile nicht wirklich gezockt, aber was ich so gehört habe, sollen wohl grafisch wirklich sehr viele Verbesserungen gekommen sein. Die Vorgänger der WRC-Reihe sollen da nicht so pralle gewesen sein. So, die Blende. Links 5, lang, in rechts 6 und links 4, in rechts 3. Gut, ich lasse das jetzt mal mit der Blende, das kann man mal durchgehen lassen. 40, mittig halten, links 2. 40. Dann rechts 2, Steine außen, in links 6 und rechts 4, lang. 100. So, gleich kommt die Zeitmessung, dann werden wir mal sehen, was es taugt. Wird so sonderlich schnell, war es nicht. Richtig 1,5 Sekunden Rückstand schon. Das entspricht dem vierten Platz und das war actionreich, aber nicht wirklich schnell. Links 2, scharfe Kurve, in rechts 2, lang. Und 60. Man kann hier auch die Kurven nicht wirklich schneiden. Vorsicht. Ihr seht ja, die Strecke ist sehr wellig. In links 5. Sehr wellig Kurven über die Jahre. Dann 4, ans Gas. Dann Sprung. Links 5. Auf Kuppe. Scharfe Kurve. In Haarnadel links. 40. Und Sprung. Dann Haarnadel rechts. Steine innen. 60. Links 6, das war auch nicht, schön, nicht wirklich schön, da hätte ich auch Handbremse ziehen können, hätten den selben Erfolg gehabt wahrscheinlich. 100, öffnet sich. Dasselbe. Das ist immer das Schlimmste, wenn er in den ersten Gangrunde geht, ich fahre mit Automatikgetriebe. Platz 3 verbessert, aber schon 2 Sekunden Rückstand. In rechts 6 und 40. Schön wäre es wenigstens den zweiten Platz wieder zu erreichen. In links 3. 40. Sprung, dann Verengung. Über Brücke und 80. Links 4. Oh, warum kann die ganze Strecke nicht so sein wie die Brücke? In Schikane rechts links. Alles klar? So.
Eine Rückblende bitte. In der echten Rallye hätte das Plastikschild wahrscheinlich niemandem so weh getan, aber hier ist es halt doch relativ hart. Rechts 3, in links 3. Und man soll ja da auch nicht lang fahren. 200, öffnet sich, mittig halten. So, 200 Meter geradeaus, Zeitmessung. Hier der Platz wird stark verloren, 3 Sekunden schon Rückstand. In links 3. Ich glaube, die erste Stage hier war wirklich bloß ein Ausnahmefall. Auch da habe ich halt in den letzten zwei Abschnitten ja ganz schön verloren. Gut, das ist halt, ich mir auch kein Polster in der Gesamtwertung verschaffen könnte. 300. Jede Rallye ist ja eigentlich so wie eine Einzelmeisterschaft. Nicht schneiden. Kann man ja wirklich eigentlich so sagen. Rechts 2, scharfe Kurve. Links 3, Steine außen. In rechts 3 und links 2. Oh, das ist so verwinkelt hier, man will hier eigentlich gar kein großes Risiko eingehen. Die Windmühlen haben wir hier auch stehen, da können wir wieder bloß an Pascal denken. Sind wir hier in Holland oder Argentinien? Hinter Steinen, rechts 3, in links 2, lang, dann rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 150, öffnet sich. Rechts 3, 5 Sekunden Rückstand, 4. Platz. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's lang. Oh, kann man nicht umfahren. Also Rückblende. Ich doch klappt mal die Kurve verpasst. Das ist jetzt wenigstens besser. Das ist halt jetzt, ich bin zwar besser durchgekommen, aber wahrscheinlich viel zu zaghaft. Viel zu zögerlich. Öffnet sich. Durch Wasser und Sprung. Rechts 3. Nicht schneiden. Und links 3. Boah, Alter, da kommen die Kurven einfach so mitten aus dem Nichts. Man sieht es wirklich aber auch erst sehr spät, wo die Strecke lang geht. Rechts 6. In links 6. 40. Und Sprung. Mittig halten. Hinter Steinen. Links 3. Auf Kuppel. Dann rechts 6. In links 5. Und Sprung. 60. Komplett blind hier die Passagen. Also ich versuche immer mit so einem halben Auge oben auf die Streckenkarte zu schielen. Und dann gucken wir aber halt nicht mal auf die Strecke. Naja, 3. Platz geht mal noch. Christian Riedemann, der scheint neu zu sein. Den habe ich vor uns da nicht gesehen. Brian Bouvier ist jetzt nicht nur unser Gegner. Gott sei Dank, der ist nämlich schneller als wir. Na, Gesamtwertung schon wieder 5,6 Sekunden Rückstand. Und es geht noch, auf Bouvier, der Rückstand ist noch in Ordnung. So, gucken wir mal in den Service Park, was alles kaputt gegangen ist. Oh, nichts ist kaputt gegangen. Das ist eindeutig ein Zeichen von zu zögerlich gefahren. Material schonend, aber langsam. Also, Super Stage 3, Tag 2. 6,3 Kilometer, meine Fresse, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Rallye hier, die Rallye Argentinien. Es wird wahrscheinlich bald eine Folge von 45 Minuten werden oder so. Ist jetzt mal mein Tipp. Los, los geht's. 150, öffnet sich. Vorsicht, Sprung. So, wieder rechts, über die schöne Brücke hier. Brücke, lang. Also das ist eine andere Brücke, aber 150. Geht doch mal noch. Die Strecke hier macht erstmal den Eber noch einen Eindruck, aber wir werden ja auch noch in andere Streckenabschnitte kommen. Ja, bin ich eindeutig zu schnell in die Kurve. Da hat schon kurz die Bodenhaftung verloren. Rechts 4, in links 5, dann rechts 5, in links 6. Ich muss ja viel oben auf die Streckenkarte gucken. Über Brücke. Links 3. Man sieht so beschissen, wo die Strecke lang geht, weil das hier alles in diesem braunen Grau gehalten. Links 3. Das ist halt, sagen wir mal, bei der Rallye Deutschland zum Beispiel deutlich einfacher. Da hast du halt deine asphaltierte Bahn, die halt links und rechts halt Wiese. Vorsicht, links 5, in rechts 6, nicht schneiden, mittig halten. Links 5, öffnet. Das ist schon wieder kritisch hier mit diesen Erhöhungen. Abseits der Strecke, da kann man auch gerne mal wieder auf zwei Rädern fahren. Und hier, das sieht schon wieder aus wie so eine Dirtstrecke. Ja, so Roststrecke mit vielen Hückeln und Sprung und Überhöhungen in den Kurven. Rechts 3 und links 3.
Aber die Rallye macht eigentlich Spaß, also die Etappe hier, die ist relativ schön. Und wie gesagt, wir werden ja wahrscheinlich noch in durch Wasser, dann rechts 6, in links in andere Streckenteile kommen, wo es halt wieder deutlich schwieriger ist. Links 5, in rechts 4, Steine auf. Ich habe den ganzen Vorsprung schon wieder verloren, deswegen habe ich gar nicht erwähnt, dass ich Erster war. Lang, scharfe Kurve. Rechts weil es war sowieso klar, dass ich den Vorsprung wieder verkacke. Links 3, lang. Rechts 3, sehr lang, scharfe Kurve. Und links 4. Durch Wasser, auf Kuppel. Durch jetzt denn lang? Rechts 2, sehr eng. Links 3, auf Kuppel. Ja, jetzt ändert sich das Terrain hier. Sprung. Ja, und jetzt haben wir sie hier schon wieder unsere schönen guten Wellen. Und jetzt haben wir auch die sehr scharfen und autoverachtenden Kanten. Boah, das war wirklich am Limit durchgefahren. So, hier ist glaube ich meine schöne Holzbrücke. Genau. Auf Kuppel, Sprung und rechts 4, Mauer außen. 40, dann links 5. Boah, wie hügelig das hier schon wieder ist, absolut. In rechts 6 und lässt sich absolut beschissen lenken hier. Steine innen. 150. Jetzt so langsam reingefahren. Haarnadel rechts. 4,3 Sekunden Rückstand. Rechts 6. Ich komme hier den Scheißberg nicht hoch. Das ist. Haarnadeln ist nicht meine Stärke. Haarnadeln sind nicht meine Stärke. 100. Mittig halten. Und Haarnadel rechts, nicht schneiden. Also ich brauche wirklich dringend ein Allradauto. Rechts 6, auf Kuppel und links 5. Dann dazu müssen wir aber wahrscheinlich auch all unsere Konkurrenten besiegen. Verengung über Brücke und 60. Links 2, lang, links halten. Dann rechts 2, Mauer außen. Vorsicht, über Brücke und 40. Haarnadel links, Steine innen, 40, Verengung, bergab geht das ja alles immer noch halbwegs. In links 5 und 60. Boah, was? Links 3, lang, mittig halten. Vierter. Dann links 2, sehr lang. Das ist zum Heulen. So, haben wir auch mal einen Fastüberschlag gesehen. Rechts 2, öffnet sich, Steine außen und 40. Rechts 3, lang, scharfe Kurve. Dann links 3, in rechts 3 und links 5, in rechts 6. 40, über Brücke. Rechts 4, öffnet sich 3, Steine innen und links 3. Ja. 40, rechts 4, in Haarnadel links, zu sehr geschnitten links die Kurve. Schneiden. Dann sagt er doch extra noch an mich schneiden. In links 3 und 40. Also die Rallye Argentinien, würde ich sagen, gehört jetzt bisher zu einer der anstrengendsten. Wobei Mexiko auch schon wirklich hastig war. Haarnadel links, alles klar? So. Nein, es ist nicht alles klar. Ich bin gerade rückwärts in einen Felsen reingedonnert. Dann links 6, in Haarnadel rechts, Steine innen. Haarnadel links, Handbremse. 80. Warum höre ich auf dich? Vierter, fünfter, sechster, hundertster. Was wird's werden? Vierter Platz. Immer noch Vorsprung auf unseren Konkurrenten. Von daher geht's mal noch. Ist nicht ganz so enttäuschend, aber gesamt jetzt auch dritter. 4 Sekunden schon Rückstand auf den Zweitplatzierten. Podiumsplatz in der Gesamtwertung ist besser als nichts. Ach, schon wieder so eine lange 5,4. Das geht mal noch, aber wieder relativ schwierig. Die letzte Etappe für den zweiten Tag hier. Los. 40. Rechts so, Auto vier, ist noch komplett ganz. Halten, dann rechts 3. Steine innen. 80. Auf Kuppel und Sprung. Wieder typisch Argentinien. Rechts 6.
in links 5. Ich hoffe ja mal auf eine Asphalt-Rallye, die in links 3. Was ich bald kommt. Ich habe gerade nicht am Kopf, was noch alles ansteht. Sprung durch Wasser. Aber nach dieser Rallye hier ist ja erstmal Saisonhalbzeit. Bäume innen. Dann links 2. Dann können wir schon mal einen kleinen Rundumschlag machen. In links 6. Wie stehen wir denn in der Meisterschaftstabelle? Was haben wir noch vor uns? Handbremse in links 3. Sehr eng. Öffnet sich. 150. Mittig halten. Rechts 3. In links 3. Nicht schneiden. Dann rechts 2. Lang nur in links 3. Oh, meine Güte, meine Güte. 200. Öffnet sich. Nicht schlecht, Herr Schlecht. Auf Kuppel. Wirklich am Limit voll durchgegangen. Links 4. Steine innen. In rechts 3. Sehr lang. Du bremst das Wasser hier ein bisschen. Links 3. Steine innen. Trotzdem habe ich da, glaube ich, einen Einschlag gehört. Und mit einer Sekunde Rückstand schon Vierter. Haarnadel rechts. Handbremse. 100. Öffnet sich. Mittig halten. Die Position ist ja relativ egal eigentlich. Es geht ja eigentlich mehr um den Rückstand, weil am Ende wird die Zeit zusammengerechnet und nicht die Durchschnittsplatzierung. Mittig halten. Haarnadel rechts. Handbremse öffnet sich. Links 3. In rechts 3. Dann links 3. Nicht schneiden. 200. Mittig halten. Hinter Steinen. Rechts 2. Sehr eng. In links 2. 40. Schikane rechts. Ich bin zu zaghaft. Ich bin der Meinung, ich habe das hier schon besser hingebracht. Wenn ich irgendwo mal am Limit durchkomme, dann ist das eigentlich 150. Mehr so Glück. Öffnet sich. Vorsicht. Auf 3,7 Sekunden, Sprung. Platz 5. Dann rechts 4, Mauer außen. 40. Dann links 5, lang, scharfe Kurve. In rechts 6 und Haarnadel links. Nicht schneiden. Steine innen. 150. Ich habe es hier jetzt schon wieder gemerkt, viel zu zeitig gebremst, viel zu spät aufs Gas und dann wurde schön viel Wheelspin im ersten Gang gehabt. Rechts 6, auf selbiges hier. Rechts halten und Sprung. Dann Haarnadel links, Steine innen. 100, mittig halten und Haarnadel rechts, halt rechts, nicht schneiden. Wenn ich ein bisschen aus dem Gas bleibe, dann bleibt er wenigstens in dem zweiten Gang. Auf Kuppel oder halt und auch nicht. Links 5. Wird wahrscheinlich wie immer jetzt so sein, dass die Haarnadelabschnitte am meisten Zeit kosten. Verengung über Brücke und 40. Links 2, lang, links halten, dann rechts 2, Mauer außen. Vorsicht, über Brücke und 40. Haarnadel viel zu sehr geschnitten, aber Steine innen. Ich glaube, das macht das Kraut auch nicht mehr fett. 40. Verengung hinter Steinen, rechts 3, in links 5. Boah, das sind solche beschissenen Bodenlängen. Lang, mittig halten. Ja. Dann die links 2, 4,44 Sekunden. Schnapszahl, Reifen müssen wir ihn ausgeben. 40. Rechts 2, öffnet sich. Steine außen. Und 40. Rechts 3, lang, scharfe Kurve. Dann links 3, in rechts 3. Und links 5, in rechts 6. 40. So, was müsste es mal noch als Motorradspiel werden? So, was Motorrad? Steine innen oder und sowas. Links 3. Das rechts ist der bestimmt auch fetzen. In Haarnadel links, nicht schneiden. 40. 40. Rechts 3, in links 3 und 40. Vorsicht. Sprung. Jetzt macht es ja schon wieder Spaß, wenn man dann links 5, wenn man flüssig durchkommt. Rechts, Steine innen. Aber da hat sich mit dem nee, Handbremse ging noch halbwegs. 80. Öffnet sich. Ziel. Jetzt bin ich gespannt. Dritter Platz. Wieder einiges an Zeit gut gemacht, aber auch wieder einiges an Zeit verloren. 5,5 Sekunden Rückstand jetzt der, ja, der Abstand zu Bouvier. Der Chardonnay unangefochten auf Platz 1. So, Service Park. Wir haben wieder nichts zu reparieren. Das zeigt immer noch, wie zögerlich ich bin. Und halt, na gut, man hat hier wirklich mehr Auslauf als jetzt beispielsweise halt in Schweden. Jetzt kommt schon wieder so eine lange Etappe.
Auf jeden Fall schon mal mit gutem Wasseranteil. Los! 150. Öffnet sich. Vorsicht! Sprung! Rechts 6. Über Brücke. Lang. 150. Rechts 5. Rechts 4. In links 5. Dann ja, rechts 5. Das war die Stelle, wo ich vorhin schon mal abgehoben bin. Und rechts 3. Verengung. Über Brücke. Boah, das war links aber auch drei, knapp. Und rechts 6. Sehr lang. Scharfe Kurve. Also 6 Sekunden werde ich hier in so einer Stage sowieso nicht gut machen, links selbst wenn ich sie mal gewinnen sollte. Dann rechts hier. Es ist halt wirklich eng, also über Brücke. Ich versuche mich einfach hier Vorsicht. So ein bisschen auf meinem dritten links Platz festzuhalten. Rechts 6, nicht schneiden, mittig halten. Links 5, öffnet sich. Rechts 6, öffnet sich 3, in links 3 und rechts 4. Rechts 3, öffnet sich. Dann rechts 4, in links 4. Ich bin da doch ein bisschen abergläubig. Zumindest was den... was meine Zockerei angeht. Rechts 3 und links 3. 40. Schon hier der Gedanke daran. Dann rechts 6, in links 4 und rechts 5. AA nimmt, dass ich in diesem Abschnitt schon wieder verkacke. Links 5, in rechts 4, Steine außen. Links 2, Steine innen, lang... scharfe Kurve. Rechts 3. Öffnet sich. 40. Links 3. Lang. Ich würde es ja gerne drei, ein bisschen kommentieren, aber lang, da baue ich bestimmt wieder bloß Scheiße. Und links 4. Ich sag's jetzt einfach mal. Eine Sekunde Vorsprung Wasser, nach dem zweiten Abschnitt. Auf Kuppel, durch Wasser. Ich rechts 2. So, jetzt geht's hier in irgendeinen Doof rein. Sind wir da links schon mal... drei, ach auf ja, Kuppel, jetzt sind wir schon mal lang gefahren. Vorsicht. Ich erinnere mich. Sprung. Dann rechts 5, scharfe Kurve, öffnet sich 4, in links 2. So, jetzt hier wieder der rechts zwei, extrem anspruchsvolle zwei, Abschnitt. Dann rechts ja, doch auf relativ hohem Tempo zwei, gefahren. 100. Und rechts 4, halbwegs vernünftig durchgekommen. Schneiden. So, das ist unsere rechts super drei, Schikane hier. In links 3, scharfe Kurve. 200. Was war das denn? Öffnet sich. Hätte ich halten. Deutlich aggressiver nehmen können. Ein bisschen Zeit rechts verloren. Drei, nicht schneiden. In links 3. Dann rechts 3. In Haarnadel links. Handbremse. Du kannst mich mal am Arsch mit deiner Handbremse. 150. Haarnadel rechts. Handbremse. 300. Trotzdem verkackt auch ohne Handbremse. Haarnadel links. Handbremse. Nicht schneiden. Rechts 2. Sehr eng. Links 3, Steine außen, in rechts 3 und links 2, sehr lang. Wieder so verwinkelt, in diesem extrem verwinkelten verliere ich glaube ich wieder aufgrund meiner und 40, Zögerlichkeit extrem 60. Viel Zeit. Links 6, links halten, auf Kuppel und 60. So, hier kann man eigentlich nicht viel verlieren, weil es geht ja einfach bloß hardcore geradeaus. Boah, rechts. Da hat es mich also schön versetzt. Ich glaube, da bin ich hinten ein bisschen am Felsen hingeblieben. Lang. 3. Nicht schneiden. In links 4. 150. Öffnet sich. Rechts 3. Scharfe Kurve. In rechts 3. Hier. Und hier. Ich die Kurve, wo ich vorhin schon mal falsch abgebogen bin. 40. Rechts 4. Scharfe Kurve 2. In links 2. Lang. Mhm. 80. Öffnet sich. Durch Wasser. Und Sprung. Rechts 2. Nicht schneiden. Und links 3. Schön rechts durchgekommen. Sechs, das war jetzt immer sechs, vernünftig. 40. Und Sprung. Mittig halten. Hinter Steinen. Links 3. Auf Kuppel. Dann rechts 6. Wow. In links 5. Und Sprung. 60. Hoffentlich hat mir der letzte Sprung jetzt nicht den Sieg versaut. Ha, meine Fresse ist das knapp. 0,15 Sekunden. Anderthalb Zehntel Vorsprung. Ja, erster Etappensieg jetzt. Bringt mich jetzt hier nicht wirklich weiter, aber auf meinen direkten Konkurrenten habe ich bereits eine halbe Minute Vorsprung. Das heißt, ich kann es jetzt in der letzten Stage mal ein bisschen entspannter angehen. Bin eigentlich relativ gesaved.
Jetzt, was nicht mit kurzer Stage. Nochmal 6,3 Kilometer. Damit dürfte Argentinien so ziemlich die längste Rallye sein. Hoffe ich zumindest nicht, dass er noch längere kommt. Pascal sagt ja, ihm wäre es lieb, wenn hier auch mal so eine 30 Minuten lange Stage wäre. Gebe ich ihm an und fühle sich mal recht, aber sag mal, wenn wir hier 6, 7 Stages, beziehungsweise jetzt die 12, das ist ja schon die 12. Stage in Folge, die ich jetzt erfahre, nach Mexiko halt. Da wünscht man sich auch mal wieder eine etwas kürzere Stage. Mauer außen. Fahrnadel rechts öffnet sich. Links 5 und 40. Dann rechts 3. In links 3. Steine innen. Hier nicht schneiden, sonst hebelt die Karre komplett aus. Das war mal noch im akzeptablen Rahmen. Lang in rechts 6 und links 4 in rechts 3. Wo geht's hin, wo geht's hin, wo geht's hin? Es ging gegen einen Felsen. Lang in rechts 6 und links 4 in rechts 3. Links 2, lang, scharfe Kurve, 40, mittig halten. Links 2, 40. Sind wir ja schon mal lang gefahren, das ging ja irgendwie alles relativ neu so. Steine außen in links 6 und rechts 4 lang. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Rechts 4 auf Kuppel in links 3 Nadelhöhe hinter Steinen links halten. Dann Haarnadel rechts. Doch, hier sind wir schon lang gefahren. Das waren die extrem guten Wellen hier. Wenn man ein bisschen weniger Gas beim Ausbeschleunigen gibt, dann kommt er auch vom Fleck. Lang und 60. Ich bin ja hier quasi noch im Landmodus. Ich bin ja immer noch Rallye Neuling. In links 5, auf Kuppe, dann rechts 4, Barriere außen, dann Sprung. Links 5, auf Kuppe, scharfe Kurve. Ich denke mal so, nach der ersten Saison kann ich das dann nicht mehr behaupten. Noch kann ich mich auf den Status besser ausruhen. Dann Haarnadel rechts, Steine innen. 60, links 6, dann Sprung, rechts halten. Also rechts halten beim Sprung. 100, öffnet sich. Haarnadel rechts, Handbremse. Eine Sekunde verloren jetzt, das 40. Links gibt 6, schon wieder den dritten Platz. Und 40, ich habe ja kaum noch was zu verlieren, dann 5, gewinnt dann sowieso nicht 3. mehr viel. Also das vielleicht, sagen wir, behaupten und kann, ich hätte den Verengung. Dritten Tag gewonnen, was mich an der Gesamtwertung trotzdem nicht viel bringt. Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse. So, und so wird das auch nicht. Links 4, Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse. 40. Links 2, in rechts 2. Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet, aber immer noch besser als voll in den Felsen zu knallen oder gegen diese komischen Schilder. Lang, scharfe Kurve 3. Öffnet sich. 100. Mittig halten. Sprung und Sprung, dann rechts 4 und links 2. So, das war wieder suboptimal, das hat wieder schön viel Zeit gekostet. Durch Wasser, alles klar? Ach komm, so kann ich nicht fahren. Das ist scheiße, dann irgendwie so auf der Basis Zeit links zu verlieren. 3, lang, scharfe Kurve und 40. Ich fahre aber gerade auch wirklich im Durchschnitt zusammen. 3. Lang wahrscheinlich Platz 5 oder so, ich meine Platz 3, aber trotzdem schon wieder 2,7 Sekunden Steine verloren. Außen, in rechts 3, lang, nicht schneiden. Links 4, in rechts 2. Dann links 3, in rechts 3, lang und links 6. 60, öffnet sich, durch Wasser. 40, rechts 3, in links 3. Das Wasser bremst dann ganz 60. gut ab, da kann man dann hier schön durchheizen. Rechts 4, in links 5, lang, scharfe Kurve, in links 3. Links 4, in rechts 4 und links 3, öffnet sich, scharfe Kurve 5, sehr lang, Mauer außen. Rechts 6, in links 6, sehr lang, wieder im Zweiradsport unterwegs hier. 3,8 Sekunden Rückstand, immer noch dritter Platz. Ja, ich kann hier auch bloß diese Schadensbegrenzung machen. Meinen dritten Platz hier bestätigen und gut ist. Rechts 4, dann hoffe ich mal, dass demnächst eine schöne Asphaltrelle kommt. Wo ich vielleicht mal wieder etwas konkurrenzfähiger bin. Dann rechts 3, Verengung. Sehe die Strecke über nicht. Brücke und 60. Links 3, in rechts 5.
Ich finde gar nicht, dass ich so schlecht war. Also in rechts 4, dann links 5. Ich bin ja mit mir persönlich eigentlich ganz zufrieden. Kurve 5, 200. Öffnet sich. Links 6. So, davon ist, glaube ich, gleich das Ziel. Vorsicht. Auf Kuppel. Und jetzt wird er mit dem Sprung ins Ziel hier. Sprung und Sprung. 150 km/h und im Sprung ins Ziel auf der letzten Stage in Argentinien. Ja, vierter Platz. Knapp. Also das erste Mal glaube ich auch, dass hier Quentin uns geschlagen hat. Aber auch bloß um 1/1200 und das macht die halbe Minute, die er in der Gesamtwertung hat, auch nicht mehr wett. Ja. Ja, zumindest kann man sagen, dritter Platz, ein Podium. Das zweite in dieser Saison und immer noch dritter in der Gesamtwertung. Ja, und Quentin, der hier zweiter war, der hat auch plus 8 Punkte jetzt abgeholt und somit sind wir in der Gesamtwertung auch ein bisschen rangekommen. Wir sind jetzt bloß noch 4 Punkte Rückstand. So. Sebastian Chardonnay hat jetzt ja dreimal die Gesamtwertung gewonnen. Somit schon 75 von 75 Punkten. Und jetzt geht es hier halt mit Quentin und Brian um den zweiten Platz. Da ist es relativ eng. Es gibt wieder 9000 Rufpunkte. Dann geht's nochmal zur Siegerehrung in den Service Park. Ja. Chardonnay gewinnt sein drittes Rennen in Folge und wir sind zum zweiten Mal auf den dritten Platz in dieser Saison. Es geht eigentlich, es geht. Ich bin halbwegs zufrieden. Halbwegs. Ein zweiter oder ein erster Platz wäre mir natürlich lieber, das ist natürlich klar. So, Italien wäre die nächste Rallye. Dann hätten wir noch Australien und Großbritannien im Angebot. Aber das soll es für den Moment erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Rallye in Italien. Bis dahin, macht's gut.